Wieder zurück. Ich dreimal komplett bald. Aber zwischendurch noch die Katzen gestreichelt. Zumindest einen. Wo die anderen Tiere sind, weiß ich nicht. Hallo. Spiel. Wollen Sie, ja, wollen Sie jetzt. Sehr schön. Jetzt bin ich froh, dass ich diesen komplette Müdigkeitsphase weg habe. Jetzt fühle ich mich jetzt nicht geschlafen. Wo müssen wir lang hier? Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Heiler? Frage alle Fragen. Ach, einmal falsch gelaufen. Einmal hier runter, bitte. Was suchst du, mein Freund? Kräuter. Warum erst mit dir? Sei gegrüßt, Meister. Find's immer lustig, dass sie diese Beutel um den Hals tragen. Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Was? Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Also, wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Entspann dich, ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Okay, das sollte uns ja eigentlich weiterhelfen. Oh Gott, der Raum hier sieht aus. So, einmal ganz kurz. Jetzt zeigen wir die andere Seite. Wollen Sie wirklich das Doppelte zahlen? Wie bitte? Okay. Irgendwas stimmt da mit der Karte gerade nicht. Jetzt sofort los. Also, dann rahmen wir mal unsere Hexe ja. Drauf. Wo waren die nochmal hier? Scheiße, nein. Jetzt weidet ach, ich weiß es auch. Und die Augen sticht er ihnen aus. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Mich überrascht verdammt nochmal gar nichts mehr. Da hat sich doch ein Doppler als Jorn Borschbart ausgegeben. Ah, sein Konto bei der Vivaldi-Bank ausgeräumt. Okay. Und hier ist er so lang. Eine Frechheit. Ihr haltet uns den halben Tag auf. Mir verfault das Obst. Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Ist hier entlang. Bevor die andere Hälfte vorbei ist. Aber ich bin ein gesetzestreuer Bürger. Menschliche Abstammung. Generationenlang zurückverfolgbar. Kein Tropfen Elfenblut. Bist du sicher? Deine Ohren sehen mir recht spitz aus. Er ist in den Graben gefallen. Hier endet die Spur. Und das geht da unten weiter. Hab ich schon gesehen. Willkommen zurück. Und genieße deinen Kaffee.
Ich war eben auch mal ganz kurz weg. Also hast nicht wirklich viel verpasst. So. Wir sind jetzt hier nämlich gerade auf Koboldjagd. Sperrangel weit offen. Ich mich frage, ob das wirklich ein Kobold ist. Okay. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist es lesenskundig, wenn nicht gar gebildet. Okay, ein kurzer Brief. Jane, bitte, hör sofort mit diesem Unsinn auf. Es mag dich überraschen, aber eine Riesenkatze bleibt den Leuten im Gedächtnis. Warum willst du nicht eine andere Form, die sicherer ist? Wie ich? Ich laufe jetzt seit 3 Jahren als Bettler herum und niemand hat den geringsten Verdacht geschöpft. Die Einkünfte. Du bräuchtest nicht mehr zu stehlen. Also wie sieht das aus? Wenn du dich dafür entscheidest, lege ich beim Bettlerkönig ein gutes Wort für dich ein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Brief. Louis, PS. Verbrenne diesen Brief, sobald du ihn gelesen hast, ja? PPS, ja, ich weiß, ich bin paranoid. Aber tu mir den Gefallen und verbrenne ihn. PPS, wenn ich diesen Brief bei meinem nächsten Besuch bei dir finde, schuldest du mir ein Bier. Jo, klingt nach einem Kompromiss. Ein Doppler, das erklärt vieles und macht die Sache kompliziert. Und wieder ein Doppler. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Okay. Ich war kurz auf dem stillen Örtchen. Für wenige Minütchen. Und habe kurz mit meinen Katern gekuschelt. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Lavendel, starker Duft. Genug, um ihn aufzuspüren. Ach, jetzt müssen wir hier wieder dem Geruch folgen. Ich fühle mich immer wie so ein Schnüffler. So ein Spürhund. Anderling, nicht wahr? Naja. Das Gleiche findest du hinter den Mauern. Du verdrehst unseren Mädels nicht den Kopf. Weißt du, was mich als Ossifach am meisten stört? Ich hatte auch ein Leib Brot, aber ich habe ja. Seltener Anblick. So ein Elf und eine Wache des ewigen Feuers beim Schwätzchen. Schwätzchen? Nichts ist weniger wahr. Dieser Rassist hier hat verlangt, mich zu durchsuchen. Grundlos. Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Dieser freundliche Umgangston wieder. Das war eine miserable Darbietung. Du solltest den Beruf wechseln. Strauchdieb vielleicht? Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist und ein Kleptomane. Händler haben einen Auftrag auf mich ausgeschrieben? Immer die gleiche Scheiße. Hey, warte! Oh, und wieder! Schnall die Kinder nicht so an, du machst ihnen Angst. Ich bin irgendwie so müde. Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Ja, stimmt. Verdammt, ich sehe alt aus. Aber Geralt ist sowieso einzigartig. Bitte aufhören, ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist, was du fühlst. Vor allem auf welche Leute er immer wieder trifft. Ich töte sie nicht, das stimmt. Aber meine Regeln gelten nicht für jeden und nicht jeder hat mein Gewissen. Also geh woanders klauen. Am besten weit weg von Novigrad. Die goldenen Zeiten für Doppler sind hier schon eine Weile vorbei. Ich weiß, aber ich dachte, mich kriegen sie nicht. Ich dachte, ich wäre zu schlau. Geschieht schon mal nicht. Scheinbar. Vielleicht lerne ich es so. Zeit, weit weg zu gehen. Aber zuerst. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Leb wohl, Hexer. Was, dass ich deine draufgehauen habe? Okay. Kommen wir auch. Doch, hier müssten wir eigentlich auch wieder hochkommen. Ja, sehr gut. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Aber wahrscheinlich kommen wir mal wieder ein paar Sekunden zu spät.
wie ich mich kenne. Frechheit, ihr haltet uns den halben Tag auf. Ihr verfault das Obst auf dem Wagen. So. Okay, Glück gehabt. Sei gegrüßt, Meister. Problem gelöst. Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln. Aber Geralt zieht die Probleme auch magisch an. Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine. Sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Die ganze Straße war voller Gedärme. Ach ja. Gut, was haben wir denn noch? Hauptquests interessieren mich gerade nicht. Sprich mit der Wache. Ja, auch das tun wir. Da können wir zu Fuß hin. Das ist nicht weit. Pass auf, wo du hin. Ja, definitiv. Bei mir ist es jetzt tatsächlich der erste Spieldurchlauf. Ich habe im Februar, ich glaube, 8. Februar war es ungefähr, glaube ich. In dem Dreh mit Teil 1 angefangen im Stream. Im März, Anfang März, Ende Februar, glaube ich, mit Teil 2. Und jetzt spiele ich seit 2 Wochen ungefähr Teil 3. Und ja, ich bin verliebt, ich bin himmelhoch jauchzend. Und ich liebe dieses Spiel. Es hat aber auch gedauert, bis ich ein bisschen reinkam. Aber ich bin froh, dass ich Teil 1 und 2 vorher gespielt habe. Weil so weiß ich wenigstens, was der Schwalbe macht und muss das nicht alles von vorne lernen, sondern ich habe schon so Basics drauf. Gott sei Dank. Ich bin auch weiter bisher, als ich das damals, wo ich es neu gekauft habe, gespielt habe. Da habe ich, glaube ich, nur 3 Spielstunden gehabt. Und ich kam überhaupt nicht klar. Ich war mit der Story überfordert, ich war mit Alchemie überfordert, ich war mit allem überfordert. Jetzt geht das so langsam. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Geiler Schnauzer. Muss eine Bestie gewesen sein. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Nein! Okay. Stelle ich mir lustig vor. Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Das Witzige ist, ich habe erst vor kurzem gemerkt, dass er halt jedes Pferd wirklich Plätze nennt. Ich dachte so, was für ein wirklich toller Name für ein Pferd. Oh, ja, Plötze. Ganz toll. So würde ich mein Pferd sofort nennen. Wirklich. Was soll das? Komm näher! Nicht so zurück, Leute! Du wirst sehen, dass ich alles... Novigrad wird beschützt. Und ist trotzdem nachts nicht sicher. Scheiße! Das ewige Feuer geht aus, bevor ich... Die sollten sich ehrlich jetzt mal so ein bisschen was anziehen. Das ist doch so ein bisschen Maikühe, oder? Uah! Nicht weiterlaufen. So. Da ist der Arzt.
Du bist der Arzt. Wieder mit so einer schönen Maske. Was kann ich für dich tun? Es geht um die toten Wachen. Du hast die Leichen untersucht. Da haben ihre Freunde dich angeheuert. Gut, ich helfe dir gerne. Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von ihren Abenteuern bei den Huren. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie plötzlich in anderen Sprachen heißt. Um ehrlich zu sein. Gut, ich habe aber auch wohl weiß ich noch nie in andere Streams großartig reingeguckt von Witcher. Ein einziges Mal bei jemandem, der war aber schon an Stellen, wo ich schon gewesen bin. Und das war Deutscher. Aber ansonsten halt, um mich nicht zu spoilern, deswegen. Ansonsten, ganz, ganz selten gucke ich mal auch einer Sprachigen zu. Aber da ich, Englisch ist so... Ja! Ja. Meine Schulnote sagt alles. Ich kann es zwar irgendwo verstehen, aber selber reden und schreiben, das ist dann schon wieder... Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Die letzte Leiche. Wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat. War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. Danke. Hier steht's. Nur Zeit für den See zu stechen. Bis 60-Süchtiger. Sehr schön. Was kommt denn jetzt? Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Exer, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Nur verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen okay. Die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Ja gut, das hätte ich jetzt so gar nicht da gewusst. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit irgendwie den falschen was hohen Damen und Herren zu tun. Los, weil ich habe mich tatsächlich schon immer so über den Namen gefunden. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Guck mal denn doch da dazu, Leuten in der ja, Not zu helfen. Ich weiß, es gibt den Begriff, aber... Dachte echt, das wäre... Nehmt das. Wäre gewollt gewesen. Das nennt man Gildenloyalität. Danke, Meister. Wir trinken einen auf dich. So, lauf, kleiner Geralt, lauf. Leute, helft mir! Die Leichen wurden hier gefunden. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach etwas Ungewöhnlichem. Spuren vielleicht? Genagelte Stiefel der Wachen. Unwichtig. Oder vielleicht schmerzhaft. Oh. Ihr habt nichts gesehen. Die Fußabdrücke eines Kindes. Verdammt, hier sind viele vorbeigekommen. Was erwartest du? Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf zwei Beinen geht. Du bist so gut wie tot! Auf ihn! Wie, Pferde laufen nicht auf zwei Beinen? Das ist aber was ganz Neues. Eigentlich pissen gehen, aber dann wird mein Arsch. Ja, stimmt. Und auch da wusste ich vorher nicht, dass das ein Fisch ist, aber
Da wurde ich vor... ja, knapp einem halben Jahr tatsächlich drüber aufgeklärt, als ich das Buch gelesen habe, die Vorgeschichte. Und ich mich über den Namen Plötze gewundert habe. So. Ja, aber hier rüber. Die Hinweise führen alle zur Krüppelkati. Was liegt denn da? Leere Parfumfiole. Teuer. Die Gegend hier ist dafür zu schäbig. So, und jetzt darf Geralt wieder schnüffeln. Ja, ganz tot. Ich glaube, Geralt hat seine Berufung verfehlt. Der weiße Spürwolf. Das hätte besser gepasst. In so herrlicher Natur. Nein, hat gemeint, ich hätte die falsche Adresse. Geralt riecht und sieht ich alles. Was ist es? Lass mich da vor. Nicht normal. Mich? Rüber. Wo bin ich? Alles in Ordnung? Ich war in dem Haus. In dem da? Ich glaube schon. Entschuldige bitte, ich muss mich ausruhen. Von einem Succubus verzaubert? Ich muss ins Haus rein und sehen, was im Inneren ist. Waren Succubus nicht diese komischen Wesen, die Männer verzaubern? So weibliche Wesen, die Männer verzaubern und dann mit denen schlafen? Ja, nicht irgendwas? In so herrlicher Natur. Das meine ich, das schon mal in irgendeinem Spiel gehabt zu haben. Finsternis, überall Finsternis, so sauber, dass mir Blut aus den Augen kam. So, kommen wir hier rein? Nee. Ja, stimmt. Einige Szenen hatte ich hier jetzt auch schon gesehen. Wir machen auch tatsächlich meistens die Wege zu Fuß. Ich hatte jetzt nur vorhin, weil wir jetzt noch welche Aufträge im Sumpf hatten, da dachte ich dann, dann mache ich mal Schnellreise. So. Bin nicht sicher, ob das hier richtig ist, aber... Almosen für die Armen hier. Bist du blöd? Zugenäht. Hör auf, doch nicht, dass das ein Hexer ist? Befolgt sicher irgendeine Bestie. Durchaus möglich, ja. Vielleicht. Und einen Körper. Jetzt habe ich mich erschaffen, damit ich kein Geld schreibe. Ich glaube aber auch, dass sie ihre Opfer danach auffressen. Aber auch da bin ich mir nicht wirklich sicher. Nein! Oder zwei? Ja. Da kommen wir nicht rein. Wir gehen einen Weg gerne zweimal. Ist mir egal. Okay. Dann musst du dich einfach nur hier bei Geralt melden. Der findet die Leute dann für dich. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt richtig bin. Geh jetzt nicht wieder runterfallen, bitte. Das war zwar meine Schuld, aber nicht runterfallen. Tu es einfach nicht. Ja, Stück hier. Ein bisschen eng. Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Bist du hier, um mich zu töten? Ich weiß nicht. Ich möchte erst mit dir reden. Warum hast du die Wache getötet? Ich war unvorsichtig, hab mich überraschen lassen. Sie wollten mich töten, ich musste mich wehren. Das ist alles?
Keine herzzerreißende Geschichte über den Hass der Menschen auf alles, was anders ist? Ich bin keine Lügnerin. Auch ja, mach das. Nicht ohne Grund. Vielleicht hast du ja Glück. Aber wäre cool, wenn das gehen würde. Einfach mal in seine Lieblingsspielwelt eintauchen. Ja, hätte ich nichts gegen. Du musst die Stadt verlassen. Und was, wenn nicht? Dann muss ich dich umbringen. Ich hasse Veränderung. Wie dumm von mir, in diesen Hinterhalt zu rennen und mich überrumpeln zu lassen. Über deinen Tod werde ich lügen müssen. Ich bringe immer eine Trophäe mit. Na schön, nimm das und das, weil ich wütend auf dich bin. Aber ich werde mich beruhigen, wenn ich von hier verschwunden bin. Sehr schön. Maugrim. Was hast du denn so graue Haare, Grimse? Ich glaube, ich habe mich gepisst. Mhm. So. Nein, das wollt ihr nicht. Das hier wollte ich. Sehr schön. Was packen wir denn da mal rein? Was packen wir mal rein? Was packen wir da mal rein? Was packen wir da mal rein? Trinken wir. Es wird schon Abend. Ich stecke fest. Wow. Es ist so schwer, Inspiration zu finden. Naja, ich weiß. Ich sei später. Fürs Anrempeln. Wachchen. Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Donnerwetter. Ein Wattgern in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Ja, woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Wäre echt geil. Warum wenn das hättest gehen du würde? Sonst dein Silberschwert? Das ist das Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. 40,5. Beeindruckend. Du bist offensichtlich vom Fach. Ich bin Aper Hattori. Früherer Meisterschwertschmied. Heute Meister Knödelkoch. Geralt von Riva. Ist mir eine Freude, Geralt. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? Drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst, schmiedest du noch Schwerter? Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Umfangreiche Sammlung, erstklassig obendrein. Danke. Die habe ich als Andenken behalten. Verdammt schade, dass du keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber... Der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Der oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Ernst van Horn? Wer ist das? Ein Mann, der klein angefangen hat. Mit einer winzigen Hafenwerkstatt. Aber er ist umso ehrgeiziger. Ihm war klar, dass er in Sachen Talent nicht mit anderen Schwertschmieden mithalten konnte. Darum griff er zu anderen Maßnahmen. Was für Maßnahmen? Hier etwas Verleumdung. Dort ein paar billige Aufkäufe von Geschäftsschulden und ein paar Übernahmen. Und als es sich bei der Konkurrenz um einen verfickten Anderling handelte, beschuldigte er ihn, Hafka zu sein. Damit hat er dich drangekriegt?
Ich habe nicht kampflos aufgegeben. Ich bin zum Rathaus gegangen und habe verhandelt, aber vergebens. Er stand schon unter Hackers Schutz und dem stellen sich in Novigrad nur wenige in den Weg. Hast du versucht zu verhandeln? Mit Van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard. Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn oder verschwinde aus dem Geschäft. Verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Würdest du mir helfen? Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Ja, der König würde kein Embargo dulden, das Hacker verhängt hat. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Ich glaube, wir haben jetzt bisher auch immer mehr verhandelt als alles andere. Zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Huren. Oder er wird von irgendwem zum Verhandeln geschickt. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Oder zum Verhandeln gezwungen. Plattenrüstung? Sie ist dein. Freiwillig. Lieber ein Katapult oder Tribok? Jo. Eigentlich tut er nichts anderes. Gut. Vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Ich will mir aber erstmal die Belohnung von der Wache holen. Eigentlich hat mir mal ein Freund draufgebracht. Mein Freund meinte nur so, ey, das wäre doch geil, irgendwie zu Ostern einen 24-Stunden-Stream zu machen. Ich habe dann hin und her überlegt. Und mich dann irgendwie spontan dazu entschieden. Und ja. Jetzt sitze ich hier. 13,5 Stunden später. Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? Und ich weiß, dass ich nachher tot ins Bett fallen werde. Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Und ich freue mich auch schon drauf. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. So viel Spaß, wie es mir der macht, Succubus aber... Succubus wird niemandem mehr was tun können. Hier ist komm, der ich auf mein Bett. Meisterliche Arbeit, Hexer. Eine super Idee. Ja! Das ist deine Belohnung. Das sag ich dir später. Leb wohl. Das sag ich dann später, wenn ich durch bin. Ob das wirklich eine super Idee war. Oder besser gesagt, morgen. Wenn ich ein paar Stunden geschlafen habe. So, das hätten wir auf jeden Fall noch. Schatzsuche hätten wir noch. Was hätten wir noch? Das tut er. Das tut er. Er sitzt über mir und ist im Chat und kümmert sich darum, dass ich genug zu essen, zu trinken habe. Genug Pipi-Pausen. und hält mich bei Laune. Gegen Ende des Streams kommt er dann noch dazu und dann spielen wir noch ein paar Sachen zusammen. Damit ich dann definitiv noch fit bleibe. Also jetzt geht's gerade wieder. Jetzt ist gerade alles... Die bisher schlimmste Phase ist erstmal durch. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich mich jetzt daran gewöhnt habe, nicht zu schlafen. Aber ich schätze mal,
In 2-3 Stunden könnte so die nächste Kurve nach unten sein. Könnte. Es kann auch sein, dass ich jetzt mit guter Laune durchmache. Und wahrscheinlich gar nicht merke, dass dann 24 Stunden rum sind. Das kann auch passieren. Glaube ich aber nicht, weil das mein erster 24-Stunden-Stream ist. So, was wollte ich jetzt machen? Gut, wir könnten die weiße Dame machen. Das will ich noch nicht machen. Wir machen erstmal das hier. Das kam ja zwischendurch auch nochmal als Quest rein. Mein Frühstück wartet quasi auch noch auf mich. Mein leckerer Wrap. Den mir mein Freund vor, ich glaube, einer Stunde, eineinhalb Stunden, glaube ich, runtergebracht hatte. Ordnung muss sein. Ich habe gerade mal einen davon weggemümmelt. Aber ich will ihn genießen. Ich liebe Wraps. Es gibt nichts Leckeres als Wraps. Wraps sind geil. Ich glaube, wenn man es machen könnte, ich würde mich in so einen riesigen Wrap einfach reinlegen. Ich kann ganz ehrlich, ich würde mich einfach so einen Wrap reinlegen und dann im Schlaf eigentlich komplett mein ganzes Leben einfach durch diesen Wrap durchessen. Liebe Wraps. Aber sofern da auch Salat und sonstiges drin ist. Es gibt auch diese Meckes-Dinger und so weiter, wo eigentlich fast alles nur Chemie. Das habe ich so das Gefühl, es schmeckt einfach nur. Ich bin ein Wrap. Das war einfach meine frische Pause. Nee. Ich beiß immer mal so zwischendurch ab. Einen habe ich vorhin komplett weggehauen. Und den anderen hebe ich mir jetzt so auf. Ich habe jetzt die Nacht, weil ich zum Abendessen dann Salat hatte. Den Salat hatte ich heute Morgen um 5, 6 Uhr rum. Hatte ich den dann auch mal auf. Aber nicht, weil ich keine Zeit hatte, sondern einfach, weil ich mir den einteilen wollte. Oh. Ein dickbäuchiger Wrap. Sehr geil. Aber bitte mit Putenfleisch, ja? Ich habe das Gefühl, ich bin hier falsch. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Mhm. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt. Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war? Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Wir? Ja, tut mir leid, ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Sie warten. Bitte hier entlang. Die Frau macht mir Angst. Hier entlang, nach oben. Na du? Die Frau ist mir echt sehr, sehr unheimlich. Hexer Geralt? Da hoch. Der Boss wartet schon. Ja, ich gehe doch schon. Jetzt bin ich. Ich trage eine Rüstung. Geralt, da bist du ja. Gut. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst. Nicht bummeln. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Friedachs Ermordung. Mhm. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob legendär. Du auftreten würdest.
Ich habe über deine Worte nachgedacht. Dass Triss und Yen nicht sicher sind, solange Radovid lebt. Das kannst du glauben. Nun, ich bin froh, dass wir uns verstehen. Und nun zur eigentlichen Sache. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Ross, du hier? Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Okay. Du hast mal einen König beschützt. Auch du nicht. Jetzt einen anderen Gott, Ross. Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Also diese Entwicklung von Teil 1. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedven um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Ja, der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Ja. Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Ja, ja. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Aber als wenn ein Hexer so unauffällig wäre. Und des Nordens. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermasseln. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Hat dich jemand reinkommen sehen? Niemand außer Madame Serenity und deinem Lakai. Auf der Straße, meine ich. Gut. Niemand. Ob er seine Frau aus dem Gelder rauskriegt? Runter. Raus. Teilchen, die Damen. Teilchen. Lass mich vorbei. Weg zu sehen. Ich will hier raus. Sehr schön. Und der da? Ja, stimmt. Das fand ich auch richtig klasse. Wobei ich natürlich kein Fan von diesen komischen Badenhöschen da bin, wie Rittersporn sie zum Beispiel trägt. Aber ich find's cool. Es passt einfach hier rein. So, wo müssen wir hin? Ach, nach da ganz unten. Okay. Ach, das tut doch wieder. Na gut. Lauf, Geralt. Ich befürchte nur, dass wenn wir da an diesem Grenzposten angekommen sind, dass ich dann wieder aufs Klo muss. Sollen wir wie eine Zeitreise? Oh ja. Ich gehöre ja auch noch so ein bisschen zu den Frauen. Ich liebe diese Kleider, die sie damals auch getragen haben. Ja. Was die Kleider angeht, wäre ich gern noch in der Zeit. Was allerdings die Lebensumstände angeht, dann doch lieber nicht. Und allem voran die Hygiene. Ich bin dann doch ganz dankbar, dass ich mich dann abends meine Badewanne legen kann und nicht mein Wasser überm Feuer erhitzen muss. Geschweige denn vielleicht sogar einfach nur auf der Straße lebe. Da finde ich das dann so doch ein bisschen angenehmer. Der letzte, der mir geschäftlich in die Quere kommen wollte, wurde erst nach einem Monat. Aber die Kleider sind dennoch schön. Hab ich mich klar ausgedrückt, Chivai? Was soll die Aufregung? Kannst du mich nicht als gesunden Wettbewerb betrachten? Was redest du überhaupt mit ihm, Herzog? Ich finde ja, ein paar zertrümmerte Knie sagen mehr als 1000 Worte. Ach, Geralt, schön, dass du kommst. Worum geht es hier? Oh, um gar nichts. Ich wollte dir nur meine neuen Kumpel vorstellen, ehe sie sich verdammt nochmal verpissen. Wir wollten uns eben verabschieden, nicht wahr? Wir sprechen uns noch, Chivai. Bald. Was soll das?
Lässt du dir von einem dahergelaufenen Mutanten Angst einjagen, Herzog? Sag ein Wort und ich kümmere mich um ihn. Wir sehen uns an, was in ihm steckt. Dann lassen wir es den Winzling auffressen. Wie klingt das? Teilweise. Also, beim nächsten Mal, Graf. Zumindest wir. Waren wir genau. Schon mal auf welchen. Und lasst eure Visagen hier nie wieder blicken. Na sauber, jetzt sitze ich bis zum Hals in der verdammten wir sind Scheiße da jetzt nicht so, und habe keine Schaufel. Sage ich jetzt mal, aktiv in der Szene mit Verkleiden und so. Wobei wir beide das toll finden mit dem Verkleiden. Also ich glaube, würde sowas mal bei uns in der Nähe oder irgendwo stattfinden und wir hätten da Zeit, ja, wären wir wahrscheinlich auch dabei. Ich glaube, das letzte, wo wir waren, ist jetzt 4 Jahre her. 5. Glaube ich. Und da waren wir auf dem Mittelalterfest, wo auch Ritterturniere und so weiter nachgestellt wurden. Das war ganz geil. Und ganz früher gab es auch eins, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, in Hannover selber. Da war mal eins. Das war allerdings nicht ganz so toll, zumindest damals. Da war ich allerdings noch so ein ganz kleines Mädchen. Da war ich damals noch mit meinen Großeltern. Das war aber damals nicht so prickelnd. Aber ansonsten... Worum geht es denn? Nur meistens später die Zeit, mit Ihnen zu tun? Wenn sowas stattfand. Ganz im Gegenteil, verflucht. Weißt du, Geralt, alter Kumpel... Jetzt wirst du mich um Hilfe bitten, stimmt's? Wir hatten tatsächlich vor ein paar Jahren mal vor, so eine Mittelalterparty zum Geburtstag zu machen. Kleineren Betrag schulden. Hatten da auch alle Sachen Francis für geholt, Bettler, aber... dem Bettlerkönig. Dann sind wir leider krank geworden. Um die Schulden abzuzahlen, habe ich beschlossen, mich gewinnt jetzt Feier leider damals nicht stattfinden. Das wird ja immer besser. Ich meine nicht mein Spiel, sondern meine Karten. Die seltensten bringen heutzutage stattliche Sümmchen ein. Leider ist das kein Geheimwissen mehr. Ich habe auch einen willigen Käufer für meine Sammlung. Mir fehlen nur noch 3 Karten. Aber die Köter des Herzogs hängen mir am Arsch. Also, was sagst du, Geralt? Gut, versuchen wir, die 3 Karten zu bekommen. Welche brauchst du denn? Fringilla Vigo, Isengrim und Johann Natalis. Furchtbar schwer zu kriegen. Der Herzog versucht es auch, bisher vergeblich. Moment, du weißt ja, noch nicht mal, wo du diese Karten kriegst. Rein theoretisch wird man damit so ja sogar schlagen. Nicht. Ich wette, aber wir haben da halt nie so ein Auge drauf gehabt. Wir haben immer nur gesehen, nur okay, da ist ein Schild. Leider will der Arschwechsel nicht mehr dem Tag mit zahlt. Mir reden, ja, nein. Ich diese einmalige Skoyatel-Karte vor ja, der Nase in der Nähe. Weggeschnappt ja. Habe. Würdest du mal bei ihm vorbeischauen? Aber, Kommt mir bekannt vor. Wir sind zumindest auch so, dass wir da auch mehrere Stunden verbringen können. Allein wegen dem Essen. Und danke, Geralt. Ich weiß gar nicht, was wir damals getrunken haben. Ich glaube, diese Schulden loszuwerden. Irgendein ganz komisches Bier, das aber super lecker war. Aber das hat geballert wie sonst was. Also, wir haben nicht viel von getrunken. Ich glaube, wir hatten... 1 Krug, 2 Krüge und wir sind so nach Hause gegangen. Ach, und das nach 2 Stunden. Gesagt. Also, es war lustig. Und lecker. Hast du das wirklich? Ging damit. Ja, kann auch sein. War, wie gesagt, irgendwas, glaube ich, Kirsche, Beeren, irgend sowas in der Art, glaube ich. Darum erwäge ich ja. Weiß das gar nicht mehr so genau. Ist wie gesagt 4 Jahre her mindestens. Sag mir Bescheid, wenn du dich endlich entschieden hast. Mein Freund müsste das aber, glaube ich, noch wissen. Der hat ein besseres Gedächtnis als ich. Sie hat mir ins Gesicht gespuckt. Jedenfalls fast. Nannte mich einen Hurentreiber und Dämlack. Hat man Töne. Scharfsinn ist meine Stärke. Also Priscilla wächst mir langsam ans Herz. Ja, mir auch. Spar dir das. Spar du dir die Schmollerei. Zeig ihr lieber, dass sie sich irrt. Genau das habe ich vor. Ich habe immer von meinem eigenen Kabarett geträumt. Ein paar Tropfen Farbe und der Laden sieht umwerfend aus. Einziger Haken, ich brauche Geld. Also, wie immer. Wenn du zwischen Ertrunkenen und Ekimen mal eine Pause machst, würdest du einem alten Freund helfen. Ich helfe dir ständig.
Wie kann ich dir helfen? Ich war mal mit diesem Mädel zusammen, Sophronia. Ein Name, ob du es glaubst oder nicht. Ihr Vater ist Gewürzhändler aus Serikanien. Und ein lieber Papa würde seiner lieben Tochter doch nie was abschlagen. Wir können uns das Geld von ihr leihen. Und wie willst du es ihr wieder zurückzahlen? Nun spuck schon aus, was du willst. Du hast den Plan doch schon fertig. Sophronia könnte mir eventuell ein wenig grollen nach unserer unglücklichen Trennung. Schlecht. Aber mit ein wenig Hilfe deinerseits würde sie mir vergeben und mir was leihen. Ultra schlecht. Und diese Hilfe bestünde worin? Zunächst brauchen wir ein stumpfes Schwert von Madame Irina. Eine Requisite. Du weißt schon, wie man bei Theaterstücken benutzt. Ehrlich gesagt. Ich will mir das irgendwann mal in Ruhe angucken. Und triff mich dann vor Sophronias Haus. Ich werde das Spiel sowieso noch mal in einem Let's Play machen. Auf YouTube dann. Da werde ich mir wirklich die Zeit nehmen, mir das mal angucken vorher. Aber ich habe es hier tatsächlich versucht. Ich habe es versucht, wollte es machen. Ich habe die Hoffnung erstmal aufgegeben. Ich habe es vorhin nochmal versucht und ich bin kläglich gescheitert. Ich wurde sowas von niedergemacht. Nein. Nein. Ich hasse es. Ich hasse es einfach nur. Gut, aber... Geralt, hier gibt es keine Wobei, aber. Im nur ersten Teil habe ich auch ewig gebraucht, das Würfelspiel zu kapieren. Du wirst sehen. Also von Hol daher... Von Madame Irina. Minispiele sind bei mir sowieso Sophronias Haus. Unten durch. So. Was hat er jetzt wieder ausgebrütet? So, ich werde einmal ganz kurz wieder vor jedenfalls verschwinden müssen, leider. Meine Magentropfen leider noch nicht ganz so wirken, wie sie sollten. Werde ich gleich nochmal welche nehmen. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Ich beeile mich. Bis gleich.